Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Ich habe überlegt, ich mache heute mal den Double Login und gehe heute einfach mal auf eine Combo. Und zwar Gargoyle und Wüstenpilger. Willkommen zu Nova. Und mache dadurch dann einen riesengroßen Grünteufel, der alles abwehrt. So, was könnten wir noch mit reinnehmen? Die Rächerin wäre nicht schlecht, wenn der Green Devil so viel aushält. Die Ratten hasse ich. Die würde ich jetzt gar nicht mitnehmen. Die würde ich gar nicht mitnehmen. So, das bedeutet, wir machen ja erstmal so einen kleinen Start mit einem Wanderer. Der reicht vollkommen aus für die erste Runde, ganz entspannt. Und dann stellen wir vorne den Green Devil hin. Und den baue ich dann aus mit den ganzen Wüstenpilgern, mache ich den fett. Das wird eine gute Kombo. DPS habe ich hier auch. So, was haben wir hier drüben? Den Baum. Okay. So, gleich mal gucken, was die anderen genommen haben. Hier gibt es YOLO, Hybrid und Champion. Mich würde mal interessieren, gibt es im 4 gegen 4 ein eigenes Matchmaking? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ist. Weil ich hier als Gegner drei Diamantleute habe, während meine alle Bronze sind. Ist also schon so ein bisschen, naja, seltsam. Klar, das Spiel funktioniert dann anders. 4 gegen 4 ist immer was anderes als das klassische 2 gegen 2, was man kennt. Gerade wenn das hier Send and Chill ist. Sowieso immer mehr Kohle übrig. Aber hier kann man noch einfach mal ein paar Kombos ausprobieren. Von daher finde ich es gar nicht so verkehrt. Ja, schaffe ich es diesmal? Könnte eng werden. Ne, zwei habe ich nicht geschafft. Schade. Halb so wild, den machen wir schon mal groß. Der hält uns dann die ganzen, was sind das für Dinger? Hüpfer vom Hals. Bin ganz unten, Schweinerei. Ich habe bis jetzt noch keine großartigen Broker geholt. Das ändert sich aber jetzt. Ah, das sollte ich auf jeden Fall haben. Oh, der hat aber ordentlich durchgelassen. Was hat er denn gebaut? Eine Blume. Der Baum ist noch da und den Archer. So, ich muss jetzt alles ein bisschen weiter hinter ihm bauen, weil er soll ja so die Frontline sein, deswegen kann ich jetzt hier nichts hinstellen. So, nächste Runde soll ich dann easy haben, weil das magischer Schaden ist. Da kann ich auch zwei Worker bauen. So,
Baum ist abgekackt. Eine Schlange hat er noch gestellt. Okay. Hier ist ordentlich was durchgekommen. Sakura-Blume. Aha. Was haben wir denn? Beschützer. Förderung, Embargo. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was hier am meisten Sinn machen würde. Also irgendwie schon Beschützer, weil er lebt ja dann unheimlich lange. Aber dann hätte ich jetzt noch da ein paar Fernkämpfer hinpacken sollen. Also dann Platz freilassen. Zwei Blümchen gebaut. Das heißt, da schicke ich schon mal eine Turtle mit rein, nächste Runde. Wird das sowieso immer gesendet, da gehe ich lieber auf Turtles dann. Dann will ich die Blumen hier abkacken. Der ist mir etwas zu teuer. Ich könnte hier schon mal anfangen, die Wüstenpilger aufzubauen. Ja, okay, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schaut rein! So muss es sein. Ich hätte mir eine Echse einfach nur geschickt. Okay, ich muss aufpassen, ich muss mir jetzt den Bogenschützen holen, damit ich Stichschaden habe, weil ich viel magischen Schaden habe. Ja, die Blumen haben geblockt. Was ist denn hier passiert? Alles tot. Nur so ein paar Skelette. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Da geht's schon ein König ran. Verrückte Geschichte. So. Das heißt, erstmal hier einen Archer hinstellen. Ja, sonst ist schwierig, ne? Sonst ist es schwierig. Ich muss jetzt noch mal ein paar mehr Worker aufbauen. Und hör mit. Das ist nicht so gut. Aber der Archer, der macht ja schon gute Arbeit. Das habe ich, jawohl. Was hat er hier? Er hat einen Sarg mit hingestellt. Jetzt hat er drei Blumen. Schon mal noch ein Archer. Drei Blumen hat er. Ganz viele Kaulquappen. Okay, auch einen guten Skin. Na, die Blumen halten viel aus.
Scheiße! Auf Tour! Ein paar Wokome dazu bauen. Was ist hier drüben los? Er hat schon Tor hingestellt. Hat er verkackt. Nächste Runde Stich. Schick einfach mal einen Hermit mit rein. Guck mal, was passiert. Consider it done. Ja, können wir ruhig noch zwei Worker bauen. Ich muss ein bisschen aufholen. So, hier sind gute Tanks vorne. Hat Seeschlang, Berserker. Drüben Yuzora und Gargoyleskatzen. Priester. Also er hat mir nichts geschickt. Nichts. Wo gibt es denn sowas? Okay, dann baue ich halt keine Worker. Sondern erst nächste Runde. Wenn ich die Welle halten kann. So, bauen wir noch ein bisschen was dazu. Das hier noch genug Platz für die Rächerin. Und fertig. Und ansonsten immer schön die hochquetschen. Ja, da hat er wirklich ordentlich gesammelt. Um mich hier zu nerven. Leider mit Erfolg. Aber ich habe trotzdem gut Schaden verteilt. Das ist fast abgekackt. Da hat er extra nichts geschickt dafür. Okay, es hätte nicht sein müssen. Was können wir machen? Wir könnten auf Beförderung gehen, mehr Kohle. Oder mit Beschützer-Aura ihn noch fetter machen. Müsste ich dann auf den packen. Nee. Nehmen das Einkommen. Das klingt besser. Worker habe ich jetzt ordentlich aufgeholt. Auch ganz schön oft. Drüben ist auch ein bisschen was durch. Oh. Nächste Runde ist eine Stichwelle. Ich glaube, es werden sowieso automatisch Drachen mitgeschickt. Schön viele Gargoyles mit drauf. Das muss schon sein.
Golem, mega viele Kaulquappen und Masken. Okay, 200 mit dem Pack Leader. Alles abgewehrt. Da schicke ich auch mal einen rein. Crasherin. Ja, da holen wir einfach noch ein paar von denen. Davon sollen ja schön viele da sein, um den grünen Teufel zu maximieren. Eine verbesserte Blume mit Beschützer-Aura. Schnecke mit rein. Mehr kann ich mir nicht leisten. Auch schon 320 geschickt. Junge, Junge, Junge. Da liege ich noch ein Stück weit zurück. Wirklich ein Stück weit zurück. So, 500 Piepen habe ich jetzt schon mal. Jetzt kann ich natürlich erstmal ein paar Gargoyles verbessern. Und dann kann ich nächste Runde schon mal die ersten Wüstenpilger aufwerten. Damit dann hier ordentlich viel Leben transferiert werden. Der hat aber auch viel Leben, ne? 6800 Champion. Ist schon fett. Ich glaube, was anderes hätte ich jetzt hier auch nicht geschickt. Er kann zu gut verteidigen. Das gefällt mir gar nicht so gut. So, einen kriege ich auf jeden Fall noch. Ach, ich habe noch gekämpft. Da wird noch gekämpft mit dem letzten. So. Haben wir schon mal drei verbessert. Das heißt, er kriegt 4500 Leben mehr. Das klingt doch sehr schön. Ganz viele Drachen. Acht Dinos habe ich zusammengekriegt. Maximalanzahl. Siebenhundertsechzig. Ach du Kacke. So, ich habe alles abgewehrt. Sieht hier drüben aus. Ah, sehr gut. Thaddeus lebt zwar nur noch gerade so. Oh, aber der lebt auch noch. Der lebt auch noch gut. Ja, mit der Knete.
on my way. So, das Healing wird schon stark sein. Healing und der Aufwert-Buff. Der wird lange durchhalten. Und genauso soll es ja auch sein. Holy shit. 780 auf einmal. Ja, der grüne Teufel lebt noch. Da ist er. Jetzt ist er tot. Meine Archer sind aber immer noch gut dabei. Ja, sehr schön. Alles abgewehrt. So, hat er denn großartig fette Tanks? Nö. Er hat hier die Seeschlangen, Heilbäume, die Jungfrauenblumen und ja, und so weiter. So, das heißt, wir werten hier mal ein bisschen die anderen noch mit auf. Das stellen wir noch lieber einen hin. Der hat jetzt ganz schön viel geschickt. Würde ich ein Stück weit Nummer sicher gehen. Und dort kriege ich noch, da hole ich noch eine Kanonschützin. Fertig. 620. 960. Das klingt gut. Ja, die Backline kackt halt übelst schnell ab. Durch die Seeschlangen. Da muss ich jetzt immer Frontline mitschicken, ne? Hat abgewehrt. Consider it done. Jetzt bauen wir ein bisschen ordentlich Walker aus, damit ich mithalten kann. Oh, ist ein bisschen viel. Dann hole ich immer noch Walker. Habe ich etwas übertrieben. So ein kleines bisschen. Es hat 1050. Er kriegt 3, 6, 9000, 10.500 obendrauf. Holy shit. Der hält oben nicht was aus. Oh, jetzt habe ich noch ein bisschen Worker von der ganzen Knete. Füll noch mit Archon auf. Sehr schön. Ich habe einen guten Wert. Ich habe gute Worker. So will ich das sehen. So, gleich noch die Mission abgeschlossen. Rambock mitschicken. Okay, dann spawnen wir halt jetzt schon.
Klingt auch nicht schlecht. Wir haben jetzt alle über 120 Worker. Abgewehrt. Wie sieht's hier aus? Er wehrt auch ab. Okay, jetzt bleibt mir eigentlich nur eins übrig. Und zwar mega viele von diesen Wüstenpilgern zu bauen. Die dann meinen grünen Teufel nur noch fetter machen. Stehen schon aufgewertet? Ja. Die Ninjas habe ich noch gar nicht aufgewertet. Ist aber auch nicht unbedingt nötig. Der Dicke hält hier alles aus. Schütze auch an, kaum was drum gestellt. Hm. Ich habe auch nichts bekommen. Wird auch schon gesammelt. Hallo, die Gaulquappen! Alles abgewehrt. Er hat blaue Phönixe. Krass. Holy shit. 3, 6, 9, 12, 15.000, 18.000, 21.000, 22.500. Er dann. Krass. Alter, wie groß der ist. Ihn anwählen. Kriege ich nicht angewählt. Das könnten wir schicken. Ich brauche irgendwie Nahkämpfer noch, ne? Ich muss hier auf Nahkämpfer gehen. Weil er hinten die Schlange hat. Macht das am meisten Sinn. Ich krieg ihn nicht angewählt. Gucken wir mal hier drüben. Das sieht gut aus. Es haben noch zwei von meinen Geisterrittern überlebt. Das war's. Gewonnen. Na, er kämpft noch. Jetzt nochmal meinen Green Devil angucken. Nö. Ist wohl tot. Victory. Ja, da sieht man, was man mit Double Login machen kann. Eine gute Combo. Hat übelst lange gehalten. Sehr schön. Mission abgeschlossen. Holy shit. Das war eindeutig. Na gut, dann war's das erstmal mit der Runde Legion. Ich wünsche euch einen spannenden Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.